Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video mit mir. Und heute befinden wir uns zur Abwechslung mal in meinem Ankleidezimmer. Denn ich wollte euch heute meine Perückensammlung zeigen und hier könnt ihr sie im Hintergrund schon so ein bisschen erkennen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, falls es euch interessieren sollte, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Natürlich würde ich mich übrigens sehr über ein Abo von euch freuen und wenn ihr dann auch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer direkt benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, wenn ihr noch mehr Sammlungen sehen wollt oder irgendwas in der Art, dann könnt ihr dem Video auch sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Oder eben eure Wünsche wild in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass euch solche Sammlungen-Videos interessieren. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, legen wir los und wir widmen uns diesen Perücken hier zu, die im Übrigen natürlich alle synthetische Perücken sind. Also da ist keine echte Perücke dabei. Aber dennoch finde ich, dass einige Perücken sehr, sehr schön aussehen. Und ich bin auf diese Sammlung auch schon ein bisschen stolz, würde ich sagen. Weil da sehr viele unterschiedliche Perücken bei sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten an. Die erste Perücke, die ich euch zeigen möchte, ist diese hier. Die, glaube ich, auch schon ziemlich ins Auge sticht, weil sie einfach pastellrosa ist. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gedreht. Ich werde es euch auf jeden Fall mal in der Infobox einblenden, falls ihr daran Interesse haben solltet. Das war lange Zeit meine Lieblingsperücke. Und ja, ich blende euch auch noch mal ein Bild ein, wie das aussieht, wenn ich die Perücke trage. Ich wollte eine ganze Zeit lang einfach genau so eine Haarfarbe haben und auch heute muss ich sagen, ist das wirklich eine Haarfarbe, die ich extrem schön finde. So ein Pastellrosa. Ich meine, Rosa ist generell eine tolle Farbe. Da müssen wir uns nichts vormachen. So, kommen wir dann zu der nächsten Perücke. Das ist eine Karnevalsperücke. Also die hat schon einen qualitativen Unterschied natürlich zu den anderen synthetischen Perücken, weil es eben einfach durch und durch eine Karnevalsperücke ist. Das sieht man hier oben auch in der Verarbeitung eben. Und wie der ein oder andere von euch vielleicht schon bemerkt hat, ist das hier gerade eine Harley Quinn Perücke. War sie nicht ursprünglich, es war ursprünglich eine Einhorn Perücke, die dann zur Elsa Perücke wurde, die nun eine Harley Quinn Perücke ist. Also irgendwie ließ sich diese Perücke multifunktional umformen. Die habe ich einfach angesprüht, an der einen Seite eben rot, an der anderen Seite einfach blau. Ich glaube, es ist sogar falsch rum, aber egal. Dieses schöne Stück lassen wir jetzt mal außen vor, denn diese Perücke habe ich ganz neu und das ist auch, glaube ich, meine neue Lieblingsperücke. Aber zu der werde ich gleich kommen. Wir gehen erstmal einen Schritt weiter und widmen uns dieser kurzen Perücke. Die war nicht immer so kurz, kann ich euch sagen. Das war nämlich eine lange Perücke ursprünglich und ja, mit so einem Balayage, nenne ich Balayage, Ombre-Ansatz eben, der dann von hellbraun ins hellblonde überging. Und ja, das war meine erste Perücke, war wirklich mal sehr, sehr schön. Mich hat nur eben der Ansatz gestört und irgendwie war sie mir dann tatsächlich zu langweilig, weil ich meine Haare eine Zeit lang ziemlich genauso in Natura hatte, wie diese Perücke eben ist. Und dann bin ich damals auf die Idee gekommen, hey, mache ich doch ein Video, wo diese Perücke zurechtgeschnitten wird. Das war auf einem anderen Kanal, den es jetzt nicht mehr gibt. Auf jeden Fall gab es dazu ein Video, in dem diese Perücke zurechtgeschnitten wurde und zu einer voluminösen Kurzhaarperücke dann eben umfrisiert wurde. Und ja, ich würde sie jetzt so im Alltag nicht nochmal tragen. Gehen wir dann weiter zu dem brünetten Teil der Perücken. Und zwar zu diesem Schätzchen hier. Es ist einfach eine traumhaft schöne Perücke, weil es einfach lange, glatte, dunkelbraune Haare sind. Und dazu muss ich sagen, dass ich früher sehr, sehr, sehr lange genau eine solche Haarfarbe hatte, bevor ich blond geworden bin. Ich habe wirklich lange Zeit meine Haare dunkelbraun gefärbt. Ich habe von Natur aus so ein helles Braun, würde ich sagen. Und ja, das ist ja schon so ein mittel- bis dunkelbraun. Und lange Zeit hatte ich meine Haare in genau dieser Farbe, hatte mir dann auch immer Extensions gekauft in dieser Farbe, sodass ich dann auch eine Zeit lang wirklich lange dunkelbraune Haare hatte. Natürlich jetzt nicht so monstermäßig viele Haare, wie an dieser Perücke dran sind. Irgendwie, wenn ich diese Perücke sehe, dann habe ich manchmal noch die alte Larissa vor Augen, die einfach lange dunkelbraune Haare hatte.
Und ja, irgendwie brauchte ich dann doch so ein bisschen Abwechslung, denn ich hatte keine Lust, meine Haare zwischendurch wieder brunett zu färben, um sie dann wieder blond zu färben. Denn das ist natürlich auch für die Haare immer eine Tortur, wenn man dann eben von dunkel auf hell andauernd wechselt. Und ja, ich kann euch sehr, sehr gerne auch da mal ein Foto zu einblenden und wenn es das Video noch gibt, das Video in der Infobox verlinken. Und genauso geht es mir dann auch eben bei der letzten Perücke. Und zwar mit dieser hier, die ich euch ja letztens auch erst vorgestellt habe in einem Video. Und ich liebe lockige Haare, Leute. Ich bin totaler Fan davon, denn ich glaube, es ist tendenziell sehr oft so, dass man das gerne hätte, was man nicht hat. Und da ich einfach immer schon glatte, runterhängende Haare hatte, habe ich mir immer Locken gewünscht. Und ja, ich kann mir natürlich jeden Morgen Locken machen, aber A, bin ich dafür zu faul und B, sind die dann am anderen Tag schon wieder nicht vorhanden. Deswegen, ja, greife ich auch da dann gerne auf Perücken zurück, die dann so schön lockig sind. Die erinnert mich auch immer so ein bisschen an Sissy, wenn ich die angucke. Das ist einfach total so ein Sissy-Haarstyle. Ja Leute, das war's jetzt mit den Perücken und jetzt möchte ich euch im Detail nochmal diese hier zeigen, weil das ist meine ganz neue Perücke, auch von Eva her. Und ja, das ist einfach auch mal was ganz anderes, als hier ansonsten an diesem Kleiderständer hängt. Denn ihr seht, das sind so richtige Regenbogen, Einhorn, was auch immer Haare. Und ich musste diese Perücke unbedingt haben, als ich sie gesehen habe. Deswegen werde ich euch die jetzt nochmal im Detail zeigen. So, hier seht ihr die Perücke jetzt nochmal auf dem Boden. Denn das Ganze hat einen Sinn. Ich wollte euch hier nochmal das Innere der Perücke zeigen. In der Perücke selbst sind eben diese Haarklammern hier angebracht. Einer eben hinten. Dann einer an der Seite rechts und einer an der Seite links. Und dann gibt es hier noch dieses Haarnetz, was ehrlich gesagt total überflüssig ist, aber was an jeder synthetischen Perücke dran ist. Und ja, wer meine älteren Videos gesehen hat, der weiß jetzt auch, was jetzt folgt, denn ich werde dieses Haarnetz da abschneiden, damit ich die Perücke dann auch besser aufsetzen kann und dieser komische Haarkranz da nicht so wirklich nervt. Okay Leute, ich melde mich zurück mit diesem Strumpf hier, der unsere Wig Cap ist, auch wenn es erstmal gar nicht so aussieht, sondern es sieht echt nach Strumpfen aus, jetzt mal ganz ehrlich. Es sind sogar zwei Wig Caps. Ja, ich würde sagen, die setze ich einfach mal auf. Da seht ihr dieses Einhornmonster jetzt nochmal in voller Pracht. Sieht auf jeden Fall schon richtig crazy aus. Ich werde die jetzt einfach mal ganz provisorisch von oben aufsetzen und mir die dann gleich noch richten. So. Okay, Leute, ich werde mir diese Perücke jetzt nochmal richten, weil... Das geht hier ja jetzt mal gar nicht. Das geht doch nicht. Okay Leute, ich melde mich zurück und wie ihr seht, habe ich eine Mütze auf, denn ich habe versucht gerade die Perücke zu richten und irgendwie habe ich keinen so wirklich tollen Scheitel hinbekommen. Dazu kommt, dass ihr ja gerade schon gesehen habt, dass die ganze Perücke sehr, sehr dunkel am Ansatz ist. Also das ist ja schon fast schwarz hier oben. Und ich fand es einfach zu extrem, dass es dann oben so dunkel ist und die Haare dann so schön pastellfarben, bunt und hell sind dann, die da unten rauskommen. Deswegen, ich finde es so mit dieser Beanie obendrauf einfach viel, viel schöner, muss ich sagen. Und ja, ich werde euch natürlich gleich noch zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man diese Mütze eben abnimmt. Aber so ist es einfach viel, viel zufriedenstellender vom Ergebnis her. Und ich muss sagen, wenn ich dann eben eine Kopfbedeckung auf habe, finde ich die Perücke echt sehr, sehr schön. Das ist so eine Sache, die kann man zwischendurch echt mal machen, wenn man Bock hat auf was anderes. Und die fühlt sich auch unglaublich gut an. Da sind einfach so viele bunte Highlights und Strähnchen drin, dass ich das echt sehr, sehr toll finde. So sieht das dann eben ohne die Mütze aus und es sieht fast schon so aus, als hätte ich so ein dunkles Stirnband oder dergleichen auf, weil das so dunkel ist. Das ist echt schon schwarz und ich finde dann eben besonders, wenn man dann eben auch ein bisschen hellere Augenbrauen hat und eine hellere Haut hat, dann ist es irgendwie ein bisschen zu extrem. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich finde es auf jeden Fall, ohne dass man diesen Ansatz sieht, viel, viel schöner. Ich finde, das steht mir auch nicht so wirklich, so ein dunkler Ansatz hier oben, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare,
wie ihr diese Perücke findet und ob ihr sie eben mit Mütze oder ohne schöner findet. Ja, meine Meinung kennt ihr ja jetzt bereits, aber an sich liebe ich diese Perücke und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wenn ich mal so richtig crazy drauf bin und mal Bock habe, so richtig aufzufallen, dass ich mit dieser Perücke und eben einer Kopfbedeckung dann nach draußen gehe. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei EvaHair für diese schöne Perücke. Den Link werde ich euch natürlich nochmal in die Infobox reinsetzen. Und bevor ich es jetzt wieder einmal vergesse, würde ich sagen, ich hole ganz schnell mein Handy und werde dann noch eine Person von euch grüßen. Deswegen würde ich sagen, grüße ich in diesem Video die liebe Chiara Adler, denn die schreibt auch immer sehr liebe Kommentare, ganz fleißig und regelmäßig. Deswegen liebe Chiara an dieser Stelle, liebe, liebe Grüße an dich. Und ja, wenn ihr auch mal gegrüßt werden solltet, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar mit dem Hashtag Team Lariel in die Kommentare. Und ja, dann habt ihr die Chance, eben auch gegrüßt zu werden in einem der nächsten Videos. Und ja, nach und nach werden dann alle Leute, die immer regelmäßig Kommentare schreiben, gegrüßt werden. Also ich werde mir da auf jeden Fall Mühe geben, dass ich besonders die Leute, die mir da eben häufiger auffallen, dann auch grüßen werde. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass wir so eine tolle Community sind. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mir das mit einem Däumchen nach oben zeigen würdet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann alle hoffentlich in weiteren Videos wieder und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!